Besonders begrüßen möchte ich natürlich Frau Almers-Böhm. Wir hatten schon die Gelegenheit, eben gerade kurz miteinander zu sprechen. Die Ehefrau von Karl-Heinz Böhm und Vorsitzende der Stiftung Menschen für Menschen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Danke. Diese Stiftung Menschen für Menschen wurde von ihrem Ehemann, Herrn Karl-Heinz Böhm, mit einem Aufruf in Wetten, das vor 30 Jahren gegründet und zählt zu den erfolgreichsten Hilfsprojekten aller Zeiten. Was für uns ganz normal ist, nämlich jeden Tag zur Schule zu gehen und etwas Neues zu lernen, ist für viele Kinder in Äthiopien unmöglich. Mit dem Bau von Schulen schenken sie unzähligen Kindern endlich die Chance zu lernen. Weil Sie und Ihr Mann Menschen sind, die nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen sehen, möchten wir Sie heute mit dem blauen Herz ehren. Niemand, der im Sinne von Almers und Karl-Heinz Böhm diesem armen, aber so wunderbaren, traditionsreichen Land, das als Wiege der Menschheit gilt, helfen will, wird erleben, dass sein Geld oder seine Sachspenden irgendwie, irgendwo verteilt werden. Bei Menschen für Menschen ist Hilfe transparent und geplant. Das blaue Herz ist ein Preis, den Kinder überreichen. Meine Damen und Herren, ich möchte erstes Mal ganz, ganz herzlich bedanken für diese großartige Ehrung an meinen Mann und mich selbst, auch eine Perspektive im Land selbst zu finden. Und da helfen wir Sie so viel wir können. Und deswegen ist es für uns ein großes Anliegen, auch die Wünsche der Kinder auch da wahrgenommen wird und da wir unterstützen können. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich im Namen meines Namens, meines Mannes und meines und auch Menschen für Menschen. Und vielen, vielen Dank. One chance is all we have.